yeah, yeah. Hallo, ich bin ein Bär. Yeah, yeah, yeah. Hallo, ich bin ein Bär. Ich bin ein Bär und ihr nicht. Bösewicht. Yeah. Ja, hallo, was geht ab, Leute? Schön, euch wieder zu sehen im Chat und so. Hallo. Ich kann mal gucken, ob der Chat funktioniert. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Nein, er funktioniert nicht. Ah. Prima. Leute, was geht ab? Was geht ab? Ich war lange weg. Lange ist übertrieben jetzt, aber ich war eine Woche weg. Ich war Brawl Stars zocken. Nein, Spaß. Ich war in Österreich über Ostern. Ja, und ich habe ein bisschen gechillt. Ich habe ein bisschen gegessen. Ich habe ein bisschen Pause gemacht. Ich war in Slowenien. Wir haben ein bisschen was unternommen und so und Ostereier gesucht. Und jetzt bin ich wieder zurück und jetzt geht's wieder rein und ich habe Bock, Leute. Holy shit. In der Zeit, wo ich weg war, hat sich ja wieder so viel getan. Es sind so viele neue Leute dazugekommen, die plötzlich Brawl Stars spielen. Neue Brawl Pass Season, die werden wir uns heute auf jeden Fall mal reinziehen. Melody ist rausgekommen. Habe ich schon ein bisschen gepusht tatsächlich im privaten Umfeld. Ich habe mir ehrlich gedacht, ich heb sie mir auf, aber irgendwie war mir dann so langweilig. Und dann habe ich aus Versehen ein paar Runden mit Melody gezockt. Und jetzt ist die halt schon ein bisschen höher. Aber ist ja nicht schlimm an sich. So, Leute, freut mich, dass ihr alle da seid. Posato, was geht, was geht? Mir geht's gut, danke. Lele. Hi. Gurkenwasser, moin, moin. Rick and Morty, was geht? Kloxo, Brawlst Time? Was geht? was geht ab? MS81. Wie auch immer, Mariko, Noah, Gaming, Alexei, Kiki, Fragezeichen, Luca, was geht, Alex, Sebastian, Ramon, Jules, Luigi, Patrick, Timo, Alex, hallo, Rasha, Tommy, Nadine, Starbricks, Alex, Noah, was geht? Schön, dass ihr alle da seid, ja. Leute, meine Nase ist ein bisschen kaputt. Ich habe irgendwie Allergie oder so. Es schallert ordentlich rein. Ist aber nicht schlimm. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Du bist einfach Kindheit. Ehre. Dino-Team. Ehre. In der Stream-Beschreibung steht, Pookie hat dich erwähnt und nicht Pookie. Also, Pookie hat sich erwähnt und nicht Pookie hat dich erwähnt. Nein, ich wollte so clickbaiten, wisst ihr? Pookie hat sich erwähnt. Wie dumm ist das denn? Wer war das denn? Mann. Naja, X-Leo, was geht? Baba, hallo. Juhu, guck, da kommen schon die ganzen Emotes. Guten Morgen. Nenn mich einfach Tim. Ja, MS, ich merke mir das zwar nicht, aber hallo Tim. Freut mich. Weetweaver. Die Ute schreibt Jason. Ja, was denn jetzt? Ute oder Jason? Das ist schwierig. Wie findest du Dünger Spike? Was soll ich sagen? Ich wäre ja nicht YouTuber. Und so hätte ich mir den nicht gekauft. Ich finde den hammermäßig. No joke, ich finde den mega. Ich finde den richtig gut. Lol, der Chat funktioniert doch. Wie geil. Warum funktioniert er hier nicht? Oder funktioniert er hier auch? Doch, er funktioniert ja auch hier. Lol, ja, können wir erstmal im Chat bleiben. So. Wie geht's dir, Bro? Gut, danke. Kann man mitspielen? Nein, wir sind heute schon Full-Team. Ruffy, guten Morgen, was geht? Hi, was geht? Was geht? Hast du Boxershark geholt? Noch nicht. Kann ich mir aber noch reinziehen. Baby Shark, bestes Update. So. Ich habe auch Spike, habe da Minigames. Ja, komm, wir starten rein. Abfahrt. Ich würde sagen, wir starten rein, Leute. Freut mich. Ich habe euch vermisst. Ich habe das Streamen vermisst. Ich habe die Jungs vermisst. Theo und Justin. Hallo. Hallo. Was geht? Hallo? Hallo? Was geht? Nichts. Cool, bei mir auch nicht. Los geht's! Nee. Wir zocken erstmal Championship zum Reinkommen mal. Entspannt. Entspannter Rino. Und dann, was machen wir im Nachgang? Ich weiß es gar nicht. Wo mache ich denn die Werbung jetzt hin? Mal überlegen hier erstmal. Jetzt habe ich hier den Chat und Werbung. Das ist natürlich doppelt gemoppelt. Das ist lost. Entweder oder, sag ich mal. Wir machen heute Chat. Komm.
Wir wollen ja nicht hier direkt übertreiben. Wen soll ich nehmen? Zumindest erstes Stage ist ja noch einfach. Ach so, es ist keine Auswahl am Anfang. Ich bin jetzt einfach rein. Jetzt habe ich Melody. Lost. Ja, no, geht. Ist nicht Lost? Ich habe Melody noch nicht so gezockt. Ich habe keine Ahnung, wie... Also, ein bisschen halt. 200 Pokale. Ich habe noch keine Ahnung, wie man die gut spielt. Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass die echt arsch wenig Damage macht eigentlich. Ja. Oh mein Gott, das ist krass. Oh mein Gott, nein, ich dachte, ich krieg den so. Wie lange du streamen? Ich streamen bis, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Stunden ungefähr. Keine Ahnung, solange wir Bock haben einfach. Digga, ist der lost? Warum jumpt der mich denn? Ich bin hier Melodie. Oh mein Gott! Hä? Habt ihr das gerade gesehen? Ja. Ist das normal, dass die so OP ist? Ja, ja. Diese Noten machen halt viel Damage, wenn du da im Gegner reingehst. Geisteskrank, jetzt mal no joke. Holy shit. Das ist ja so krank. Oh mein Gott, die können ja nichts tun, die Gegner. Ist das dumm? Ist das dumm? Oh mein Gott. Ja, okay, Jungs, also ich bin jetzt schon überzeugt von dem Brawler, sage ich euch ganz ehrlich. Nein! Egal, haben wir. GG. So, Puki, du. Ja, was ich. Was ich. So, Anton, was geht? Moin, moin. Kannst du einen legendären Skin empfehlen? Nee, ich weiß auf Anhieb gerade gar nicht, welche Skins legendär sind, um ehrlich zu sein. Das tut mir leid. Sie ist nicht geisteskrank. Du kannst halt gut spielen. Ja, Sabine, da hast du recht. Da hast du wirklich recht. Ja, Digga, das ist ja krass. Okay, der Single Damage jetzt so mit den normalen Shots, der ist ja wirklich bodenlos kacke. Oh, aber ich glaube, der Way ist halt aufladen und dann irgendwie reindashen und da so ein Stunt-Aktion-Dings machen. Komm her, trau dich, Bro. Ich glaube, ich bin tot. Digga, ist der dumm. Oh mein Gott! Ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Nein, jetzt komme ich nicht mehr raus. Egal. Das war ein Dings zu viel. Ich hoffe, du schaffst es. Was denn? Du weißt ja gar nicht, was... Doch, 70k wollen wir machen. Stimmt. Das ist der Beginn des 70k-Streams. Wir haben jetzt gleich schon die 65k. Und dann 70k ist das nächste Ziel, Leute. Das wird wild. Ja, ohne Gadget ist halt dann kacke, wenn ich da so rein will. Das Gadget ist halt schon so Lifesaver, muss man sagen. Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich lade. Ach komm, ich kann auch an den Turrets und so aufladen. Ja, ist das geil, GGs. Thank you for roses, Fabian. Danke. Philipp, was geht? Edward, hallo, Bastian, moin, 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 wie geht's? Was geht, was geht? Mir geht's gut, danke. Euch, wie geht's euch? Au. Ah. Jetzt geht's mir nicht mehr gut. Ich habe ein neues PC-Gehäuse und ich habe mir gerade fett mein Knie daran angehauen, ey. Das ist natürlich lost. Und, ja. Das war's auch schon. Was soll ich sagen? Kannst du Tor Bibi pushen? Oh mein Gott, der Skin ist ja so geil. Ich muss den noch kaufen. Habe ich noch nicht. Okay, das ist das dritte Game jetzt. Das wird ja auch noch locky, flocky, easy peasy sein, ne? Ja. Warte mal, ich komm mal hier. Ich mach mal hier den hier. Zack, zack. Zack, 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 zack. Stark. Ich komm nicht mehr raus. Egal. Aber war cool. War eigentlich ganz cool. Boah, ich muss gleich mal so ein Taschentuch holen. Meine Nase ist total am Arsch, ey. Ich krieg gar keine Luft hier durch das Näschen. Okay, komm her. Ja, komm her, komm her. Bob. Digga, die können ja gar nichts machen hier. Oh mein Gott, ich bin tot.
Egal, Jungs, ich mach das. Ich lehne mich zurück. Ich guck zu. Das kriegt ihr hin. Ich hol mal Taschentücher. Wir sind in Lidl. Taschentücher für Coca, Coca-Cola, Fanta, Sprite. Bis gleich. Bis gleich. Jetzt lebe ich wieder, okay. Nächster Startup, Creator-Code Pookie, stimmt. Habe ich noch gar keine Werbung heute gemacht. Leute, gebt den Creator-Code Pookie im Shop ein. Alle 7 Tage neu, vor allem jetzt beim neuen Brawl Pass oder den neuen Skins und wie auch immer. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wir haben heute Ingame-Sound, ist euch das schon aufgefallen? Ich find's geil. Ich find's auf jeden Fall einfach nur hammermäßig. So, let's go, zack, nein. Alter, warum treffe ich nicht? Okay, zack, zack, passt. Ist das geil? Ist das gut? Digga, Melodie. Mann, Pookie, bist voll gut. Danke, Bastian. I know. Oh, lol, man verliert seine Ult, wenn man respawnt. Ja, aber wenn du alle drei noch machst, dann hast du... Geboren. Olla, olla, was geht, was geht? Ey, viele neue Leute heute auf Twitch am Start. Cool, freut mich. Oh, mythisch. Das ist natürlich schön. Das ist natürlich sehr schön. Machen wir rein. Machen wir rein. Oh, neues Gadget für Miko. Presto. Die Reichweite von Mikos nächstem Sprung ist um 34% erhöht. Verfügbare Nutzung pro Match 3. Kann man heute mithelfen? Nee. Nee. Nö. Lambi hat dich überholt. Oh mein Gott. Nee. Das ist das ein Tryhard. Ja, dann muss ich mal wieder ein bisschen mehr zocken. Jetzt bin ich eh back. Jetzt wird auch wieder aktiver gestreamt. Wir holen Landi wieder ein. Keine Sorge. Kappa. Ah, easy. Ist das easy. So. Kannst du im Shop CC Jonas? Never would I ever CC Jonas, because Pookie... ist cool. Air. Na? Nein, Spaß. Ihr könnt natürlich auch CC Jonas eingeben. Ist auch cool. Hauptsache, gebt irgendeinen ein. Das ist halt wichtig. So. Es fehlt übrigens noch so 300 Pokale ungefähr für 65k. Und dann geht's halt schon weiter zu den 70k. Das ist halt OP. Okay, okay. Was geht ab? Bam, bam. Wir gehen direkt rein. Wir gehen durch. Oh, scheiße. Hab ich. 1-0. Ja, ich glaube, vor allem im Brawl auf so einer offenen Map ist der Brawler schon geisteskrank OP. Wenn man das gut macht und da gut rankommt irgendwie. Ja, gut, jetzt habt ihr es auch schon so, aber dann kann man da richtig so durchdashen und so. Also ich habe in meinem Shop CC Pookie drin, weiß aber nicht, wer das ist, aber der ist cool. Korrekt. Das, genauso muss es sein. Musst du auch nicht wissen, wer das ist. Das reicht. Einfach CC Pookie. Habe Brawl Pass mit deinem Creator Code geholt. Ehre. Korrekt. Ja, danke, die. Ute, hallo. Ute. Die Gute. Bitte Edgar geben, Brawl Stars. Also Felix, was für Edgar geben jetzt, hä? Achso, by the way, Brawl Pass Plus Gewinnspiele. Ich habe gerade vor dem Stream nochmal einen verschickt an den Daniel. Es gibt noch irgendwie 5 oder so, die es noch nicht bekommen haben. Ich werde am Ende des Streams nochmal checken, dass ich nochmal die Leute neu adde, falls sie mich immer noch nicht angenommen haben. Dass auch jeder jetzt mal seinen Brawl Pass Plus bekommt. Und das Limit war ja schon aufgebraucht letzte Season. Das heißt, wir mussten eh warten auf diese Season, weil man kann wohl nur 8 Brawl Pässe pro Season verschicken oder so. Oder 7. Ist auf jeden Fall absolut lost. Aber jetzt wissen wir es zumindest schon mal. Dann bräuchte ich halt theoretisch noch einen zweiten Account, aber das macht es halt echt nur kompliziert. Und
Okay. Eigentlich sollte ich vielleicht nicht so unbedingt die Gems carryen, oder? Wie seht ihr das, Jungs? Du kannst ja nicht aggressiv reingehen. Ja. Egal. Du nimmst jetzt einfach alle und ich gehe trotzdem aggressiv rein. Okay. Ich finde es sehr cool, dass du wieder mit BS angefangen hast. Oh! Digga, und ich lese den Chat und jetzt war es das hier, oder was? Danke. Passt. Oh mein Gott! Ja, ich find's auch cool. Das Game bockt halt gerade. Hast du nicht mal Pokémon Go gespielt? Ja, das mag sein, Richard. Five Head. Ja doch, nee, ich habe sehr lange Pokémon Go gespielt und auch sehr erfolgreich. Na, moinsen. Moin. Hallo, Martin. Okay, wir sind jetzt schon mal bei 6 von 15 Games oder so. 7 von 15 Games, meine ich. Mhm. Geht da relativ schnell durch, würde ich sagen. Und aus den Startups habe ich bis jetzt nur Müll gezogen. Ein Gadget, das war's. Aber egal. Ich meine, was will man erwarten am Ende? Ich will ja eh nur beim... Ich will mich eh nur qualifizieren und dann halt die, keine Ahnung, 50 Millionen Euro Preisgeld gewinnen. Easy. Jo. Läuft die Championship? Ja, bis jetzt null Losses. Wir gehen durch. Ich nehme nochmal Melody, oder? Ja. Hm. Kannst du machen. Ab dem 9. Game dann switche ich, dann spiele ich halt auch auf Ernst. Ja? Die Season nochmal Ranked spielen oder keine Lust? Boah, ich weiß nicht, ganz ehrlich, irgendwie scherzt mir jetzt schon nimmer, sage ich euch ehrlich. Das ist schwierig. Weil ich denke mir so, Digga, jetzt haben wir so getryhardet, haben es endlich geschafft, so und jetzt das Ganze von vorn nochmal. Also irgendwie sind die Incentives ein bisschen zu gering, die Belohnungen halt, die wir potenziell erhalten. Wobei ich halt schon noch viele Skins da brauche, aus Ranked jetzt in dem Fall. Das ist halt schon verlockend. Also ein bisschen zocke ich vielleicht schon, aber nicht mehr so tryhardy. Also vielleicht nicht mehr unbedingt, oh sorry, nicht mehr unbedingt auf Meister oder so. Ja. Aber wir gucken mal. Digga, ich hätte schon jetzt einen richtigen Brawler wählen sollen. Ist jetzt ein bisschen lost. So schlecht ist Melody ja gar nicht. Oder? Ja. Ich fühle mich nur gerade ein bisschen machtlos gegen die mit der Range und so, aber... Ich gehe das mal langsam an. Okay, ja, easy. Oh nein. Oh, Hilfe. Nein, oh mein Gott, nein! Ach, Digga, ist das dumm. Wir dürfen das nicht verlieren, Jungs. Wir holen die. Wo? Rechts. Ja, richtig. Ja, die haben schon wieder Counter. Die müssen da rein, Jungs. Ja, der Fang geht doch nicht. Scheiß die Wand an, ey. Nice. Ja, wir müssen das halt mal gut timen, dass ich dann rein dashe. Falls wir die nochmal bekommen. Wo? Rechts? Links? Ich nehm Busch, Achso, ne, das ist du, Peter. Links hinten, links hinten. Nice, wichtig, wichtig. Ja, wichtig! Wichtig, Jungs! Puh, Alter, ihr seid solche Legenden, holy shit. Ja, GG's, let's go, Alter. Ich habe mich schon verabschiedet von dem Win. Jetzt haben wir es noch geschafft. Let's go. Nice, nice, nice. Seit wann spielst du Brawl Stars? Seit 2018. Ich bin OG. Wie läuft's mit Championship? Ja, sehr gut. Danke, danke. Achso. Hatte ich schon vorgelesen, aber mein. So. Oha. Bruno, danke für den Follow auf TikTok. Kommen gerade auch richtig, richtig viele neue Follower rein. Ich lese mal ein paar vor. Wir machen mal wieder den Trick. Feli, danke. RWSZ, danke. Florian, ich bin Rich, Paul, Freestyle, Punkt, Fendt, Ben, Lasse, Philipp, Alexander, Philipp, Nutella, Lars, Juli, Ojol, Spike, John, Elias, Ismail, Yannick, Leon, Loser, Falkenzüchter, Support, Noel's Crazy, John, Joker,
einfach am Lenny, Justus. Nein, das sind zu viele. Ich habe jetzt gerade in 30 Sekunden 100 Follower gemacht. Danke! Danke, TikTok. Ehre. Ah, scheiße. Ich wollte eigentlich, egal. Ich wollte Brawler switchen. Ich wollte Brawler switchen, aber egal. Ich habe jetzt so einen coolen Button. Den kann ich immer drücken und dann kommt. Macht Sinn. Wer das nicht hat, ist nicht cool. Oder Justin, mach mal. Auf keinen Fall. Wie? Theo macht das gern. Ja, doch, das dachte ich mir. Das passt zu Theo irgendwie. Was? Nein. Jungs, ich lass mich mal töten jetzt. Dass ich dann wieder reindashen kann. Versuch mal, mich snipen zu lassen hier. Ja, perfekt. War auch gewollt. Also wirklich jetzt. For real. Dass ich jetzt hier die Gems nicht mehr habe, aber ich wollte jetzt erstmal sneaken am Anfang. Das ist am besten zu mir, Justin. Digga. Ja, stimmt doch. Ja, doch. Sehe ich auch so. Nein. Gar keinen Fall. Bist du nicht so ein. Nein. Girl? Nein. No? Ich Girl, ja. Das bin ich. Ja. Ein bisschen. Ich bin Uwu-Boy, wenn man das so betiteln kann. Ist das schlecht, ein Uwu-Boy zu sein? Nö, oder? Was andere sagen, weiß ich nicht. Ich finde das toll. Okay, reicht jetzt auch mal. So, gewonnen und dann haben wir jetzt noch 6 Runden vor uns, glaube ich, ne? Ja. 6 Ründchen, das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, 1000er Push mit Melody, Pookie. Ja, mal schauen. Erstmal das Championship und dann pushen wir Melody. Schauen wir mal. 9. Sieg, zack, let's go. 9. Stürdrüpp. Was haben wir jetzt? Was kommt denn da jetzt? So. Achso, Tresorraub. Uff. Was nimmt man? Ich denke. Angelo? Piper oder Colette würde ich eher denken, oder? Justin? Okay, ich nehme Piper. Ich bin auf Piper. Ich rasiere alles jetzt. Jonas oder Lukas PS? Beide süß. Wow. Beide gut, meine ich. Kannst du mich bitte grüßen? Emir, grüße ihn raus. Nikitos, grüße ihn raus. Player 1, get ready. I love Mortis heißt der Dynamite. Das ist ja wirklich ein Drecksname. Also no joke, noch nie so. Noch nicht mal einen Hit gehittet jetzt. Was soll denn das? Richtig. Digga. Die dodgen aber auch wie Profis. Gut, ich muss auch gestehen, ich bin jetzt schon. Bin stand schon lange nicht mehr drin gewesen im Game. Vor allem mit Piper. What the fuck? Ich revidiere, sorry. Also nein, ich revidiere nicht. Ich war nicht drin. Holy shit. Wie weird. Okay, jetzt ist es vorbei, Digga. Ich bin nicht mehr drin im Streamen, Leute. Ich kann es nicht mehr. Eine Woche Pause hat nicht gut getan. Ich sag's euch. Wichtig. Wichtiges Gadget auf jeden Fall. GG's. Let's go. Stark, Jungs. Gut gemacht von euch. Ja, da habe ich ja gut Impact gehabt in das Game, ne? Muss man gestehen an der Stelle. Oh, super viel. Ja. Let's go, weiter geht's. Ich versuche eben die Lowbrawler mindestens auf 15 zu pushen, dann alle auf 20. Ja, ist ein guter Ansatz. Macht auf jeden Fall Sinn. Immer so Step by Step. Ich mache jetzt erstmal alle dann auf 800. Fehlen nur noch 2, glaube ich. Melody und Chuck oder so. Und dann geht's weiter. Dann gucken wir mal. Nix. Oh mein Gott. Lächerlich. Ich treffe nichts. Es tut mir so leid, Jungs. Ich bin die schlechteste Piper der Welt. Warum? Warum bin ich so schlecht? Hä? Ja, Digga. Die machen voll auf Ernst mit ihren Movements und so. Nice, wichtig. Richtig. Okay, jetzt kommt die Piper hier wieder rein. Nein. Ist das scheiße? Oh, ich wollte doch gerade wegjumpen. Egal, Jungs. Ihr macht das einfach. Ich
kann euch hier leider gerade nichts bieten an skillvollem Gameplay. Ich treff nicht mal einen Tresor. Was, Digga? Nein! Und jetzt... Ich wollte gerade meine Ulti ziehen. Ich bin so schlecht gerade. Was ist da los? Oh mein Gott. Ich treff nichts. Digga, es ist so peinlich. Wie kann man so eine schlechte Piper sein? Holy shit. Holy shit, ist das schlimm. Weg mit dir. Bam, sehr gut. Okay. Jetzt wird getryhard. Ich treff nichts. Ich treff nicht mal mit Gadget, doch. Ja, wichtig. Wichtig. So, jetzt ist Piper back. Nice. Let's go, Digga. Okay. Jetzt habe ich es wieder raus. Dieses Nein. Ich lach mich tot. Was ist denn? Ey, ich war gar nicht so schlecht. 40.000 Damage, aber... Ja. Das war's nicht am Anfang. Ich habe ja nur verfehlt. Ach, Mann. Egal. Weiter geht's. Next round. Hi, Pookie und Chat. Hallo. Was passiert, wenn man Mitglied ist? Dann hast du Emotes und ein cooles Icon. Lohnt sich auf jeden Fall, ne? Mach mal, komm. Okay, jetzt wieder tryharden. Okay, und die sind einfacher, die Gegner. Da kann man besser predicten, würde ich sagen. Nice, Justin. Shit. Oh, shit. Oh, nee. Nice, wichtig. Komm. Schieß von links. Wichtig. Och nee. Digga, diese Scheißkugeln von Jesse. Oh, ist das dumm. Jesse down. Nice, wichtig. Okay, bin mal hier ein bisschen aufgemacht. Nein, das bringt nichts. Oh mein Gott, was war das für ein Gadget? Nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, der Rico. Ist das lächerlich? Ich treff nichts. Okay, ein Hit noch auf dem Dings und dann haben wir es eigentlich. Dafür müssen wir halt erstmal nah genug rankommen. GG. Alter, Chuck OP. Muss man schon sagen. Let's go. Sieg Nummer 12. Okay, was kommt jetzt? Knockout. Na gut. Wir machen auf Ernst. Okay, was zocken wir hier? Bell? Wegen Bells Feld? Nee, Piper auf jeden Fall eigentlich, oder? Ja, ich denke, wir können so, oder? Abfahrt, Rainer, komm. Wir machen gar nicht viel hier hin und her, einfach rein und gewinnen. Fertig. So, ich mache nochmal einen Lifehack. Ich lese nochmal ein paar neue Follower auf TikTok vor. Und dann kommen ganz viele. Also, los geht's. Yoki, Hannes, Ryan, User, Youngest, Leben. Okay, geht schon wieder weiter. Sorry, Jungs. Sonst wird das schwierig. Aber danke für die ganzen Follows. Samja, Yannick, CR7, Phoebe, Dori, Mandy, Football, Eintracht, Ari... Danny. Gut. Oh, was ist mit Edgar Jump? Wo ist er? Ich denke, der mit dem Busch, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Der Döner, ja. Mikey. Ja, jetzt der Ulti. Nice, wichtig. Oh, wichtig. Gut. Oh mein Gott, das war so knapp. Okay, das haben wir auf jeden Fall. Nice.
Leo, Chris, Nixa. Danke, danke, danke. Wichtig. Okay, was machen wir, wenn der Edgar jumpt? Dann töten wir ihn. Ja, oder auch nicht. Let's go! GG! Okay, zwei Games noch. Ey, wir haben ja bis jetzt noch nichts verloren. Wir sind halt einfach gemacht für diese Championship, ne? Ist ja auf locker, locker, flockig hier. Geil! So! Hallo! R7ZTV. Hatte sie mal auf 27? Hypermeister, achso. Ja. Ja, ist gut, kann man machen. Heute ist mein Geburtstag, Julian. Happy B-Day. Hallo, Sohn. Ist 8K Trophäen gut? Nein. Also, nicht wirklich, nee. Ist schon mal ein Anfang, aber. Ja. Was machen wir gegen den Mortis? Das ist ein bisschen Arsch, ne? Oh nee, Digga, jetzt hören wir auf, ey. Bin down. Hilfe! Oh Mann, ey. Stark. Oh nein. Okay, Jungs. Nice. Sind 25 Pokale gut? Ja, schon besser. Ich würde sagen, so richtig gut kann man sagen, so ab 50k ist man schon gut eigentlich. Digga, das hat ja null Damage gemacht. Holy shit. Schade. Nein, wie geht das denn? Wir müssen hier irgendwas machen. Nice. Oh Gott. Oh mein Gott, ist das lächerlich, wirklich. Okay, Justin, es liegt alles an dir. Es ist ein easy game. Ja, let's go. Oh mein Gott. Let's go, Justin. Let's go. Stark. Hab's gar nicht gerafft, dass du ihn vergiftet hast. Ich dachte, jetzt ist wieder vorbei. Jetzt hat er überlebt und jetzt schlecht. Guten Morgen, Lukas. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke dir. Ich habe gestern mit Lukas und Lukas aufgenommen. Und ich war auch ein Lukas. Und Kevin war dabei. Und Jonas war dabei. Ey, wir haben gestern so geile Videos aufgenommen, Leute. Werden die Tage kommen? Bei mir kommt es heute schon. Bei den Jungs bestimmt die Tage. Also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es war geil. Wir haben so ein paar OG-Dinger gemacht. Ich kann euch schon mal verraten, was ich gemacht habe. Ich habe ein Push-Battle gemacht. 30 Minuten. Gegen die anderen... Digga, ich bin ja so ein Bot gegen die anderen YouTuber. Danke für den Game Controller, Bayesk. Danke. Danke, Alter. Ist Game Controller krass? Die kennen mich nicht so aus auf TikTok. Sag ich euch ehrlich. Aber hat auf jeden Fall einen Sound gemacht. Also korrekt. Danke. Ist Poco auf Rang 28 gut? Ich würde sagen, ja. Das kann man schon machen. Bist du ein Oger? Ich denke nicht. Warum haben wir gerade verloren? Warte mal, wir müssen uns erstmal konzentrieren jetzt. Weil ich weggestorben bin wie ein Elch hier gegen den Grom. Nice. Let's go. Ja, Digga, Miko, so one-hit. Oh mein Gott. Schade. Nice, Miko down. Digga, bin ich gut. Nice, was ist denn, Junge? Wir sind so gut. Theo ist nicht so gut. Oha, du bist ja auch gestorben. Nein, stimmt nicht. Okay, Entschuldigung. Das Fake News verbreiten. Das war 5 Runden davor, ich weiß gar nicht, was du meinst. Oh mein Gott, Digga, der Grom ist gut. Der spielt das ganz solid, muss man sagen. Da musste ich leider jumpen. Egal. Auch ein bisschen ranked. Digga, der Grom geht mir so auf die Nerven, Alter. Ah,
Nein, ist das dumm, ist das dumm? Nice. Nein. GG. Boah, die haben uns so dominiert gerade, holy shit. Miko nervt so hart. Ja, da hast du. Und hatten halt im Echt seinen Full Counter, also wir konnten, also Miko und Gray konnten wir halt nichts machen. Ja, egal, ey, wir können noch einige Niederlagen machen. Wir müssen ja nur noch ein Game gewinnen, lol. Das schaffen wir ja wohl. Das werden wir doch wohl schaffen. Hoffe ich mal. So. Trophäen haben nichts mit Skill zu tun. Ja, ist auch was dran, das stimmt, klar. Bewerte dich als Brawl Stars Spieler von 1 bis 10. Ich würde sagen, ich bin gerade so eine 7. So eine 10 wäre halt so der krasseste Spieler der Welt, weißt du? Dann bin ich so eine 7. Und Theo ist so eine 3. Und Justin so eine 1, würde ich sagen, ungefähr. Aua. Deine Schulnoten oder was? Ach so. Nee, nee, nee. Ja, schade. Nein. Natürlich seid ihr nicht so schlecht. Ihr seid nur ein bisschen schlecht. Nein. Spaß. Spaß. Gut. Wo ist denn der? Ja. Alter, was ein Arsch. Hi, Modlandi ist hier und pass auf. Hallo, Modlandi. Modlandi. Du hast nicht überholt, habe ich gehört. Bodenlos. Ich ist bodenlos. Also da will man einmal pushen so und dann kommt so ein Landi um die Ecke. Überholt einen einfach. Landi kann ja kurz reinschreiben, ob er Nani geschafft hat heute Nacht. Ja genau, hast du Nani geschafft heute Nacht? Auf was? 35 oder was? 1500. LOL, 1500? Holy shit. Ja. Geht denn bei Landi? 5 gegen 5 gespielt. Krass. Da lief's ganz schön. Da ging's ganz schön ab. GG's. Wir haben's, Leute, wir sind durch. Championship mit einer Niederlage. Ja, die eine Niederlage war halt ein bisschen schade, aber egal, wir nehmen nochmal den letzten Startup mit und jetzt können wir auch endlich Melody pushen in Brawl Ball. Geht das hier auf der Map? Wir haben Anfang auf jeden Fall und dann schauen wir halt mal. Ich meine, die ist noch auf 260, kommt dann gerne vom Second Account rein oder so. Wir sind dann schlafen gegangen. 1450, ja, ist schlecht, Landi, ist schlecht. Ganz ehrlich, ist schlecht. Oh mein Gott, wir können uns hier noch im Melody... war ein Witz übrigens, ne, wer das jetzt nicht gecheckt hat. So, wir können uns nur hier noch... Erstmal, warte mal. So, dann müssen wir erstmal wieder einiges klarstellen. Ja, ich war lange nicht mehr im Game. Creator Code Pookie war wohl nicht mehr drin. So, Sif Melody Skin, Tag 8. Holy shit, den können wir direkt spielen. Ich habe mir dieses Opfer gekauft, weil ich ein Opfer bin. Und dachte, ich bin cool, aber es hat sich eigentlich gelohnt, würde ich sagen. Das ist der Skin, sieht sehr cool aus. Was gibt's noch im Shop gratis? Genau, Nerd. Nerds Gold. Nerd. Ja, Landi. Mach das mal lieber. Oh, da gibt's auch Angebot, lol. Dieser Thanos-Hammer. Thanos-Hammer. Thor-Hammer. So, und dann haben wir Thor Bibi. 299 Gems, die sieht schon krass aus. Ist die limitiert, wisst ihr das? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich kaufe die jetzt einfach mal. Ja, ne? Let's go. Digga, die sieht ja absolut hammermäßig aus. Jetzt for real, die sieht schon sehr krass aus. Und, oh mein Gott. Okay, das ist krass. An Pins, was man da alles bekommt. Lol. Da gibt's Gold-Offer. Kaufe ich. Zack. Perfekt. W. Otis. Ja. Mal gucken. Was gibt's hier noch? XP-Verdoppler, das brauchen wir nicht. Ja, Digga, das ist ja geil, was hier im Shop aktuell abgeht immer. So, wir gehen rein. Wir machen jetzt einen Speedrun mit Melody of 1K, würde ich sagen. Oder, Jungs? Habt ihr Bock? Ja. Ja und nö? Oder war das beides ein Ja? So, ein Ja mit wenig Überzeugung. Hm. Landi sagt, der Otis-Skin ist limitiert. Stimmt das? Wisst ihr das, Leute? Ja. Der ist. Digga, was ist das für ein Matchmaking? Warte mal, hä? Warum sind wir bei 4 von 6? Wir sind auf 200 Pokalen. Digga, was? Ey, wir facen jetzt gleich so Leute auf 1K. Ich sag's euch bei dem Matchmaking. Hä? Lass mal abbrechen und neu.
Digga, was ist das denn für ein Matchmaking? Ja, okay, jetzt geht's instant. So, was war jetzt? War der jetzt in, limitiert? Ja, ist er? Schreibt Kindama. Der ist halt. Ach du Scheiße. Hä? Digga, was Gott. Zum. Was denn jetzt? Also, Bro, Brawl Stars, fix your game, sag ich mal. Was ist das? Das kann doch nicht. Das kann doch nicht sein. Jetzt mal for real. Nice. Wichtig. Nice, wichtig. Ich geh vor. Digga, das sind solche Bots, die Gegner. Holy shit, ich bin Triple Melody und krieg gar nichts gerallt. Digga, ist das aber lächerlich. Was ist das für ein Matchmaking? Wir finden erstmal kein Game, dann gehen wir rein und facen instant Triple Melody. Das macht ja richtig Bock. Digga, jetzt denkt die ist krass, weil die da irgendwie vordasht oder so. Ich bin die einzig krasse Melody. Digga, wo ist der Ball hier gerade hingegangen? Was zum freaking... Was zum Teufel, Alter, wirklich. Digga, ist das dumm. Warum habe ich den nicht gemacht? Ist das dumm. Okay, ich mach den jetzt. Digga. Ist das dumm? Ja. So, jetzt nervt mal nicht so rum, Alter, jetzt. Auf Ernst. Junge. Was ist das denn für ein Game auf zweimal Pokalen? Das macht ja gar keinen Spaß. Komm, wir gehen da durch jetzt. Okay, da ist AFK, der hat keinen Bock mehr. Der hat schon aufgegeben. Nice, GG's. Och, ja, okay. Boah, das wird, wird wild mit dem Matchmaking. So, so, Landi hat noch geschrieben, ich habe gestern mit Rohat gespielt. Voll krass, dass so viele Leute PS zockt. So viele neue Leute. Digga, Rohat zockt auch PS. Okay, das ist wild. Nice. Hab Pass mit CC Puki geholt auf Ehre. Ah, korrekt. Digga, wir haben schon wieder 4 von 6. Bro, was ist das für ein Matchmaking? Jetzt mal for real, oder? Kann doch nicht sein. Ja, eigentlich nicht. Digga, ist das komisch. Kannst du mich grüßen? Ariana, grüß ihn raus. Michael schreibt, Puki, bester YouTuber. Danke. So, weil wir auf TikTok gerade wieder 500 Zuschauer haben, wir machen jetzt mal wieder den Abo-Boost. Ich lese jetzt alle neuen Follower vor, also followt mal jetzt rein. Los! Und jetzt, I show you how to make 100 Abonnenten in 1 minute. Chris, was geht? Timo, Laurenz, Paul, Kim, Henry, Tyler, Lenny, Samira, Lenny, Arissa, Claudi, Leon, Julian, Jonas, Alter, das geht zu schnell, Mausi, Cooper, Sander, Domi, Deken, Konrad, Sebastian, Erwin, Ugo, Jack, Justin, Boris, Thomas, Benji, Newcomer, BSC, We Go Gym. Okay, was haben wir hier schon wieder für eine Kom... Digga, was ist das für ein Matchmaking hier? Jetzt mal for real, was ist das? Das kann doch nicht sein. Wir spielen auf 200, wir spielen nur gegen Max Brawler. Was ist mit diesen schnellen Pushes passiert? Ich passe dir rechts und du schießt rein. Let's go. Digga, was ist das jetzt mal for real? Erklärt mir das mal, einer, was da abgeht. Ist da irgendwas neu? Haben die irgendwas geändert? Also ich finde es so, wie es jetzt ist, irgendwie nicht so geil. Sind jetzt auch nicht die besten Spieler der Welt hier, gegen die wir spielen, aber... Bro, ich bitte dich, wir spielen auf 200. Und wir kriegen nach 30 Sekunden nur Max Brawler. Matchmaking ist auf niedrigen Trophäen verbuggt. Ja, muss sein, ne? Ist schon weird. Ist schon sehr weird. Egal, wir bauen uns langsam die Winstreak auf. Guckt euch das an! Was ist das? Bro! Warum warten wir 10 Sekunden auf ein Game? Nein, das kann nicht sein. Und jetzt haben wir schon wieder... Digga, was? Ich kann das nicht mehr. Was ist das? Jetzt mal for real. Ich wollte hier schnell durchpushen. Okay, da ist irgendwas ganz, ganz komisch. Also irgendwas ist hier ganz, ganz komisch, sage ich euch, Leute. GG. Nee, doch nicht GG. Justin, achso, ja. Aber meint, ich mach den. Immer so bei Melody ist Bug. Ja, warum? Was ist das denn für ein Kack?
Das ist schlecht. Das mag ich nicht. Nice, Justin. Oh. Nice, let's go. Landi, Landi, wo bist du? Landi, wo bist du? Wie ist denn dein Name? Was eigentlich auf Twitch passiert? Ist das normal, wenn man so eine Pause macht von der Woche, dass einfach die Average Viewer so von so 3, 4, 500 auf 50 sinken? Das ist ja bodenlos. Das ist ja schon schade. Oder? Bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich das cool finde. Bruder, dieses Matchmaking geht so... Oh ne, so schlimm, wirklich. Holy shit. Und jetzt finden wir Instant Game wieder direkt drei Dinger. Safe Call. Nö. Es geht aber nix. Ich würde die andere Star Power holen, ja? Die andere besser. Wer spielst du? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur, dass wir hier bei 200 Pokalen auf 5 und 6 gerade stecken und gleich schon wieder ein Triple Melody Matchup bekommen. Warum? Travis, was geht? Was geht? Ich kann es mir echt nicht erklären. Digga, wir spielen hier wie auf einem, weiß ich nicht, Rang 35er Push oder so. Das ist ja scheiße. Und da können wohl nur Melodies jetzt rein oder so, ne? Weiß nicht. Ja, safe. Guck mal. Nee. Bei Rang 35 ist, dauert dann immer ein bisschen länger. Ja, okay, das stimmt schon. Aber was ist das jetzt? Rang 30 vielleicht. Das bockt halt nicht. Ja, wenn das jetzt jedes Mal so lange dauert, bis wir ein Game finden, ist ja richtig Arsch. Ach, Digga. Jetzt kriegen wir sogar hier noch ein 1-0. RIP Winning Streak, Leute. Oder Win Streak, wie auch immer. Nice. Let's go. Okay, die sind sauer. Nein, ich konnte nicht ulten. Weil ich gestunt war oder so. Nice, Justin. Let's go. So muss es sein. Spielt Knockout, dass es nicht verbuggt. Okay, guter Tipp. Wir probieren es mal, würde ich sagen. Dann lass mal Knockout probieren, Jungs. Sind eh auf 300, da dürfte das ja klappen. Bin ich mal gespannt. Ja, okay. Doch, ist... Hä? Wie kann das... Digga, das ist ja noch mehr verbuggt. Holy shit. Wir hatten 6 von 6, dann 5 von 6 und dann wieder 6 von 6. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier weniger verbuggt ist, aber naja. Das wird ja Arsch mit Rang 30 Push, ne? Wenn das immer so lange dauert. Ja, warum spielt man Ems auf Knockout? Wollen wir da rein, alle drei gleichzeitig? Seid ihr bereit? Auf YOLO-Basis? Die Ems fuckt ein bisschen an. Nice! Wichtig, ey. Wo ist die Ems? Digga, die Melody nervt aber auch ein bisschen. Mann, man sieht die ja voll, wo die hinläuft. Das ist ja voll lost. GG. Erstes gewonnen. Okay, da bekommt man nicht Full Melody. Ja, gut. Das ist ja schon mal. Ist ja schon mal ein Ansatz. Lol. Ich hab mich so gesaved. Ne? Wie bin ich gerade gestorben? Holy shit. Ist sie da gerade gespawnt in einem Teleporter oder so? Und dann, na, egal. Wir haben gewonnen. GG. Digga, also was sind das denn für Games? Das macht hier überhaupt keinen Bock. Warum spielen wir gegen so gute Spieler jetzt? Also,
im Verhältnis. Wir sind auf 300 Pokalen. Digga, die haben 11.303 Siege. Das ist ein Smurf. Der hat gar nichts. Digga, der hat auch 10.000. Der hat auch 10.000. Der hat auch 5.000. 5.000. 4.000. 12.000. 9.000. 9.000. 10.000. Digga, das ist so random. Do you speak English? Yes, Martha, yes. Nee, das bockt nicht. Komm, dann lieber doch Brawl Ball. Alter, ist das scheiße, dieses Matchmaking. Sorry, dass ich da so ausraste, aber das ist ja richtig kacke. Guten Morgen, Golden Time. Hallo. Kannst du mich grüßen, Franz? Hallo. Andere Star Power. Ich muss. Können wir mal machen. Ich muss nach dem Game schon essen. 10 Minuten. Ah, ja. Okay. Oh, ich komme nicht ins Game. Ihr? Ich bin drin. Digga, ist das dumm. Ey, das ist der erste Stream nach einer Woche Pause und ich bin jetzt schon voll am Tilten, weil nichts funktioniert. Matchmaking geht nicht, jetzt 100% Bug. Das ist schon hart. Das ist schon hart, ich sag's euch. Jetzt komme ich gar nicht mehr ins Game. Rahm Gaming, danke. Kuss. Jetzt. Gefühlt kann ich euch face'n. Para, ganz ehrlich, könntest du safe. Okay, ich bin wieder drin im Game. Das war total lost. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Spielen wir gegen Double Melody. Schon wieder? Ja. Hier ist so lächerlich, wirklich. Es ist so fucking lächerlich. Scheiße, nein, 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 nein. Ist das dumm? Ist das dumm? Melodious, yeah, Melodious. Digga, die hat 80 HP, die Melodious. Was ist das? Geht rein! Let's go, GG. Ab hören wird es besser. Ja, ich hoffe. Wenn nicht, ist das halt wirklich Arsch, ne? Ball nach links oder so. Melodious. Nice. Ah, schade. Okay, ich muss auf jeden Fall raggen. Das wird sonst gar nichts mehr. Nice. Wichtig. Nice. Wichtig. Was denn? Geh einfach rein. Ja. Oh, Digga, ist das Krampf, jetzt mal for real, was ist das, Leute? Ich will schon essen, Slash. Easy. Das ist ja wirklich dumm. Okay, wir spielen einfach mit Randoms weiter, würde ich sagen. Wobei, Para kann theoretisch rein. Ich habe ihn, glaube ich, angenommen. Ja. Dann Para, rein da. Alright. Spielst du auf Handy? Nee, ich spiele auf dem Tablet, auf iPad. Kannst du... Nein, kann ich nicht sagen. Kann ich nicht, ist verboten. Digga, das Matchmaking. Bro, ich fühle mich wie bei einem Rang 30er Push. Um 3 Uhr morgens in Tresorraub oder so ein Scheiß, weißt du? Boah, ist das lost, ey. Ach, naja. Kannst du mich bitte grüßen, Evo, lieber S? Grüße gehen raus. Hallo, hallo. Okay. Auf geht's. Wir gehen einfach rein. Direkt rein. Das ist halt so kacke. Wir spielen garantiert immer gegen den Melodious. Ich frage mich aber echt, warum? Ist das irgendwie so gemacht, dass man unbedingt gegen eine spielen muss, dass es anders kein Game findet? Wahrscheinlich ist es das, ne? Rahm Gaming spendet 1 Euro und 3 Cent. Puh, irre. Ein Schweizer Franken ist 1 Euro und 3 Cent? Das ist so wild. Cooking up
Okay. Kannst du mich bitte grüßen? Achso, dich hatten wir schon. Aber meint, bei mir ist es 350 besser. Ja, wir schauen gleich mal. Sind jetzt eh bald schon da oben. Können wir mal gucken. Aber wir haben schon wieder eine Melodie. Ja, es ist irgendwie garantiert immer eine Melodie. Ich find's halt richtig Arsch. Aber egal. Schade. Schade, schade. Mach 1K Winstreak. Ja, auf jeden Fall. Easy. Mal so nebenbei. Ja, ich weiß ja nicht. Nice. Das ist down. Let's go. Double Pass. Ha! Ach, das war gut. Das war gut, das Tor. Let's go. GG's. Okay, wir sind auf 350. So, und ab jetzt soll es besser werden dann. Ich bin mal echt gespannt jetzt, for real. Wir sind auch übrigens gleich auf 65.000 Pokalen. Das ist geil. Achso, und ich muss Brawl Pass. Stimmt, habe ich schon aktiviert. Ich hatte ja noch, nein, wir müssen gleich auch noch Gewinnspiele auslosen. So. Genau, und Brawl Pass spielen wir auf legit. Ich glaube, wir kaufen ihn nicht durch. Lohnt sich einfach nicht. Weil wir werden den sowieso durchspielen können, so gesehen, wisst ihr? Wir haben halt noch gar keine Quests und so, aber ist ja nicht schlimm, die kommen ja noch alle. Die kommt ja noch einiges, da bin ich mir sicher. So, dann können wir gleich wieder ready machen, wenn Para soweit ist. Uiuiui. Das ist ein Roboter, ja, ja. Jo, Jonas? Ich glaube auch. Videoidee, 1000 Winstreak only, Melody, wie lange du gebraucht hast, ja? Dann müsste ich am Ende so um die 10.000 Pokale haben. Ungefähr. Mit Melody only. Machbar, würde ich sagen, ja. Digga, nee. Es bockt halt so gar nicht. Was ist das für ein Matchmaking? Was? Ja. Zum Glück sind die Melodies scheiße, kann man mal so sagen. Digga, was mache ich? Ich möchte mal voll im Namen genannt werden. Ich weiß ja nicht. Oh mein Gott. Okay, ich score den einfach, juckt mich nicht. Ich score den doch nicht, juckt mich nicht. Ja, let's go. GG. Ey, wenn das jetzt nicht gleich schneller geht, dann ist das wirklich, wirklich Arsch, ne? Wenn wir jetzt nicht gleich richtige Bots hier bekommen, dann weiß ich nicht. Entenkopf, Sensifuki, danke, Ehre. So muss es sein. Shelly auf 900, gut, ich denke schon, ja. Wohnst du noch in Wien? Nee. Digga, Para muss erstmal 7 Minuten weg, was? Vielleicht müsste es bei mir klingeln, da muss ich kurz weg, 7 Minuten. Digga, was für eine random Zeitangabe. Weißt du, man sagt so 3 Minuten oder so, oder 5, aber wer sagt 7? Naja. Wir haben schon wieder so ein Matchup, das ist ja wirklich zum Kotzen. Ey, wir facen jedes Mal garantiert eine Melody. Und das muss ja wirklich ein Bug sein, ne? Okay, Justin, einfach durch da. Let's go. So muss es sein. So muss es sein. Let's go, let's go. Danke für den Follow, Jordan. Ehre, Ehre. Okay, bitte. Bitte sage jetzt, das Matchmaking ist wieder normal. Nee.
Och, Digga, ist das kacke. Bei mir war es erst ab 500 besser. 100k knackst du, ja, safe, locker, easy. Oh, wir kriegen schon wieder Triple Melody, ey, ich riech schon. Ich riech die Triple Melody schon, ist das geil, ey. Hast du früher in Wien gewohnt? Ja, tatsächlich. Nee, okay, nur eine Melody. Aber es ist halt immer eine dabei. Naja. Ach, neue Map, lol. Und der Dave spinnt sich hier, lol. Wilde Nummer, danke Dave für den Spinning-Modus hier. Okay, Parapass. Schade. Ich dachte, ich kann genug dodgen, aber das war absolut nicht genug. Nicht dodgen, tanken. So. So ein Tryhard-Ding hier auf 300. Das ist so schlimm. For real. Ich weiß ja echt nicht, Leute. Ich weiß ja echt nicht. Ja. Okay, Justin, pass. Ja. Wir machen den wieder nicht. On Wallbreak. Auf der Map. Haben wir. Schon okay. Wir haben einen Wallbreak. Ach so, der Keksmeister. Ja. Ah, ja. Ja, schade. Schade. Nice, Keksmeister macht's. Was besser, Burger oder Pizza? Boah, kommt drauf an. Ich würde sagen Pizza, aber allgemein. Boah, ich bin noch bald in Italien. Bald, gut, aber ja, bald. Irgendwie Anfang Juni, lol. Aber ich freue mich schon, da wird auch fett Pizza gegessen, ey. Let's go. So muss das sein, so und nicht anders. Nice, nice. Was geht, Lukas? Was geht? Warum weißt du meinen Namen? Warum kennst du mich? Hallo. Boah, okay, 100 Pokale noch, dann sind wir auf 65k. Das ist ja schon mal ganz gut. Kannst du mich grüßen, Devin? Yes, Grüße. Oh mein Gott, es geht wieder. Oder wir haben jetzt Instant Dreier, Dings, ne? Ich tippe eher auf Dreier. Nee, lol, es geht normal. Oh mein Gott. Nee, doch nicht. Ist ja eine Melodie. Ich hab gerade kurz gedacht, wir haben es überstanden, dieses komische, gebackte Matchmaking, aber ich denke nicht. Digga, bin ich lost. Egal, let's go. Was hältst du vom Burger Pommes Song? Burger Pommes auf die 1. Pack den Pommes in die Burger rein. 10 von 10. Das war geil. Das war richtig gut. Lukas Ordner in deiner YouTube-Bio steht. Echt? In meiner YouTube-Bio steht mein Name Lukas Ordner. Toll. Ja, doch, musste er ja. Stimmt, wegen Impressum, ne? Irgendwie so war das. Ja. Ja. Jetzt müssen wir das mal. Lol, ja. Ist das gut? Digga, warum sind das zwei Legis aber? Also Leggy ist jetzt auch nicht super krass, aber ganz normal gefühlt auch noch nicht. Aber wer weiß. Na, oh mein Gott. Ich dachte, du überlebst das. Schade, Marmelade. So, ich setze mich mal so schräg hin, das ist cool. Dann kann ich meinen Fuß hier so reintun. Okay, let's go. Zack, hit, zack, hit. Zack, hit. Zack, wir gehen da rein. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack. Jungs, alle tot. Melody auf die 1.
Nice one. Let's go. Oh, seit wann bist du Meister im Brawl Stars? Ey, schon immer, Leute. Schon immer. Papa. Nice. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich bin nur böse, man versiehst du noch genug YouTube Money? Ja. Theoretisch ja. Ich erkläre das eh immer wieder mal. Ich mache ja YouTube nicht mehr hauptberuflich, ne? Ich mache YouTube, wenn ich mal Zeit habe, am Wochenende so ein bisschen und Streaming und am Abend vielleicht, aber ich arbeite ja sehr, sehr fleißig wie ein Bienchen an Looney One und da gibt's einiges zu tun, sag ich mal so. Ja, das war damals so ein bisschen die Entscheidung, dass ich halt von YouTube, von dieser Abhängigkeit von Algorithmen und Co. weg wollte und einfach gesagt habe, okay, das... Ja, bockt halt nicht mehr so, auf Krampf dann irgendwie was zu machen, worauf man vielleicht auch gar keinen Bock hat, weil man halt weiß, dass es Klicks bringt so und von der Einstellung bin ich halt mittlerweile weg so. Also, null abgehoben, aber ich hab's halt nicht nötig so. Klar, ich denke mal, viele andere Creator haben es auch nicht nötig, aber das Gefühl, das nicht nötig zu haben, ist halt nochmal viel besser. So, ich weiß halt, wenn ich Bock habe, dann mache ich, wenn nicht, dann nicht. So, und rein theoretisch, ja, ich könnte tatsächlich davon leben. Also, ich verdiene theoretisch gerade genug durch YouTube und Twitch und Co. Und Creator Code, ne? Der boostet halt auch, weil ihr so cool seid und den immer eingebt. Ehre. Danke. DevX. Korrekt. Wohnst du in Mannheim? Nee. Bist du der Echte? Nee. Kein Kuchen ist auch keine Lösung. Alles klar. Achso, ich muss, by the way, apropos Kuchen, ich weiß nicht, warum ich da jetzt drauf komme, aber die Gewinnspiele noch, also die Gewinner, die Brawl Pässe Plus noch, what the fuck, verlosen, so. Beziehungsweise schicken an die Gewinner. Ja, stark von mir. Nice. Guten Morgen, wie geht's? Mir geht's gut, danke. Dir? Bist scheiße. Oh, schade. Okay. Naja. Let's go, nice. Lass mein Pokémon Go ein, wenn du Ehre hast. Ah, ich bin voll leider. No joke jetzt. Also, Pokémon Go FL, die quillt über. Schlimmer als in Brawl Stars. Was arbeitest du in deinem Beruf? Ich bin, was mache ich eigentlich? Ich weiß es gar nicht so genau. Alles irgendwie. Also, ich würde meine Position als Geschäftsführer so beschreiben, dass ich eigentlich überall ein bisschen was mache und, ja, irgendwie auch alles. So, also Influencer-Marketing, Kampagnenmanagement. Merchandising, Drops und so. Ja, das ist so das Ding. Komm, wir gehen mit Randoms rein, Justin. Okay, Jo Jonas Hoden. Jetzt reicht's aber. Jetzt habe ich deinen Namen auch noch vorgelesen. Ey, was ist da los? Okay, zügle dein Mundwerk, sonst gibt's hier ein Timeout. Okay. Ah, wir spielen aber schon wieder immer gegen Melody. Es ist schon irgendwie funny nach wie vor. Digga, ist das schlecht. Wir verlieren das Game halt. Wir verlieren das Game, weil wir halt auf 400 Pokalen schon wieder gegen die absoluten Tryhards spielen. Und ich verstehe einfach nicht, warum. Es gibt auch keine Antwort drauf, glaube ich. Es ist halt einfach das Matchmaking, was kaputt ist. Oh man, sorry. Den hätte man machen können. Kennst du mich noch, Christoph? Klar. Natürlich! Oder so. Nein, Spaß. Was geht ab? Schön, dass du da bist. Du bist der erste... Das erste Sub hier. Das erste, der erste. Heute im Stream, korrekt.
Bist du ready für morgen Kindwurm-C-Day? Oh, das ist OP. Kindwurm, eines meiner Favorites. Ja, doch. Ich glaube, werde ich sogar spielen. Wusste ich zwar nicht, aber ich glaube, ich werde spielen. Ah, das Game haben wir verloren. Das ist lost. Ah, schade. Schade, Marmelade. Digga, was ist das jetzt for real für Matchmaking? Das bockt ja gar nicht. Ich glaube, wir lösen jetzt noch die Gewinner auf. Ach, Digga. Auf und dann Finish. Ja, machen wir lieber ein anderes Mal, wenn das Matchmaking wieder normal ist, weil so bockt's halt nicht. Also wir sind auf 440 und wir machen Minus, weißt du? Matteo, du kommst gerade rechtzeitig, wir hören auf. Das Matchmaking hat mich getiltet, ey. Aber sowas von. Egal, wir gucken jetzt noch, dass wir die Gewinner, wen haben wir noch? Wir haben noch Guder Janis. Bei dem Bre ist jede Hoffnung verloren. Ich kann's ihm nicht senden, ich hab's heute nochmal versucht. I am Kehren. Bro, du hast mich wahrscheinlich immer noch nicht angenommen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich guck jetzt mal. Guckt mal bitte mit, ob ihr ein I am Kehren hört. Hört. Seht. Ich höre ein Echo bei dir, Theo. Just saying. Oder ein Stream so. Oder so im Hintergrund, weiß ich nicht. I am Kehren. Wo bist du, Kehren? Bro. Wenn ihr ihn seht, dann sagt mal bitte Stopp, Leute. Guder Janis war ich schon. Also ich habe so das Gefühl, dass der einfach nicht so in-game heißt. Aber ich kann halt auch nicht alle 200 jetzt durchgucken nach der ID. Wisst ihr, wie ich meine? Dark Ninja ist hier schon mal. Okay, das ist schon mal gut. Der hat 10k. Der hat nämlich auch gewonnen. Bro, I am Kehren. Kehren ist hier nicht. Der heißt safe anders im Game. Okay, wir machen das jetzt mal so. Ich adde jetzt erstmal die Freunde aus BS. Zack, so. Einen Brawl Pass Plus habe ich jetzt hier erstmal ready. So, da kann ich mal gucken. Der hatte 10k ungefähr, ne? Ja, und der hat mich halt nicht in Supercell-ID angenommen. Also Dark Ninja hat mich nicht in Supercell ID angenommen, aber in-game. Das ist da schon mal das Problem. Also wenn du gerade zuguckst, dann bitte annehmen. So, Nutella werden wir halt nicht finden. Und I am Kehren werden wir auch nicht finden. Ich bin echt am Verzweifeln. Das Gewinnspiel war die reinste Katastrophe, ey. Es sind immer noch 4 Leute offen. 5 Leute. Ruffy wäre noch offen. Der heißt in-game MTV 320, falls ihr den seht. I am Kehren ist noch offen. Hyra Herz ist noch offen. Nutella ist noch offen. Und Dark Ninja ist noch offen. So, Dark Ninja kann nicht, ne? Dann schauen wir mal weiter. Ja. Aha. Guder Janis, den sehe ich halt immer. Admin Daniel, dem habe ich das heute schon geschickt. Grüße ihn raus, falls du noch am Start bist. Da ist halt nichts mehr. Guckt euch das an. Das sind alles Leute, die nicht gewonnen haben. Ich gucke ja wirklich sehr genau. Ich lese mir hier jeden durch. Aber da ist niemand dabei von den Gewinnern. Das kann doch nicht sein, jetzt mal for real. Ja, Leute, ich weiß es nicht. Ich habe alles gemacht. Ich habe euch alle geaddet. Ich habe euch alle in Supercell-ID geaddet. Guder Janis, der Bre, der hat halt keinen Chat. Ich kann... Bro, es tut mir wirklich leid, falls du gerade zuguckst. Ich weiß nicht, wie ich dir deinen Brawl Pass geben kann. Du hast keinen Chat, der funktioniert nicht und ich kann dir den nicht senden. Das ist echt lost. Egal. Leute, wir machen es im nächsten Stream nochmal. Ich danke euch schon mal fürs Zugucken. Hat Bock gemacht. Ja, auch wenn das Matchmaking eher keinen Bock gemacht hat. Wir sind jetzt fast bei 65k. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Heute kommt ein cooles YouTube-Video online. Müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Um 12 oder 13 Uhr oder so. Genau. Dann wieder live. Vielleicht morgen. Ich guck mal. Leute,
Ich gehe jetzt wahrscheinlich frühstücken und dann Shopping machen. Wir gehen Pflanzen kaufen für den Garten. Geiles Wetter, geile Leute. Ich freue mich. Danke fürs Zugucken. Bis deine Antenne.